Geht's Ihnen nicht gut? Habe ich was im Gesicht? Sie waren das. Ich war was? Mein Unfall vor einem halben Jahr, das waren Sie. Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich meine, gehen wir doch zur Trauung, oder? Nein. Es ist mir alles wieder ganz klar vor Augen. Ich bin in Ihr Büro gekommen mit Susanne Kellers Tagebuch. Darin stand, dass Sie an Susanne ein nicht zugelassenes Medikament erprobt haben. Und dann ist sie gestorben. Sie sind völlig wirr. Ich wollte zur Polizei gehen und Sie sind mir gefolgt. Lassen Sie mich doch mal ganz kurz erklären. Da gibt's nichts mehr zu erklären. Ich habe jetzt noch was zu erledigen und dann gehe ich zur Polizei. Frau Sapp! Jetzt warten Sie mal. Nein, die werden alle glauben, dass du es nicht ertragen hast, dass dein heißgeliebter Felix Nadine heiratet. Die werden mich trotzdem finden und dann kommt zu ihrem Mord an Susanne Keller und zu ihren illegalen Medikamententests auch noch eine Entführung dazu. Darf ich dir was verraten? Du wirst nie wieder jemandem was erzählen. Zeit, dass Marcel dir wieder eine Spritze gibt, hm? Wir wollen doch nicht, dass du aufwachst. Keine Angst. Bald bekommst du deine letzte Spritze, hm? Die ist wichtig, weißt du? Damit du nicht merkst, wie kalt der See ist, in dem du verschwindest. Das ist zwar nicht so idyllisch wie das Grab deiner Mutter, aber man kann es sich nicht immer aussuchen. Deine Nase viel zu oft in Angelegenheiten gesteckt, die dich nichts angehen. Ich hoffe, du verstehst, dass wir uns das nicht gefallen lassen können. Papa hatte recht. Du hast sie gehasst und mich hast du auch vom ersten Augenblick an. Ich erinnere dich an deine Schwester, stimmt's? Ich gehe zur Polizei. Das tust du nicht. Das tust du nicht. Nadine, hilf mir mal. Willst du, dass sie mich ins Gefängnis stecken?
dann hast du niemanden mehr. Nadine! Nadine! Warum machst du da mit? Ruhe! Nadine! Du sollst still sein, habe ich gesagt. Au! Ja, kann es sein. Egal, wir sind nicht da. Die suchen mich. Hol irgendwas, womit wir sie endlich stumm kriegen. Woher kommt dein grenzenloser Hass? Was kümmert's dich? Warum hast du Mama umgebracht? Weil sie mein Leben zerstört hat, diese falsche Natter. Ich war die Prinzessin der Familie. Mich hat man geliebt und verwöhnt, bis Rebecca auf die Welt kam. Und plötzlich hat man mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und da hieß es nur noch Rebeckalein hier, Rebeckalein da. Da konnte sie doch nichts dafür. Ha, hast du eine Ahnung? Sie wusste genau, was sie tat. Und sie hat keine Gelegenheit ausgelassen, auf meinen Gefühlen rumzutrampeln. Sie war immer die Begabte, die Schöne, die Kluge. Und ich wurde behandelt wie ein Stück Dreck. Selbst als Richard Dannenberg auftauchte, hatte er nur Augen für Rebecca. Aber ich war schneller. Ich habe ihn eiskalt zum Vater von Nadine gemacht und geheiratet. Aber es nützte nichts. Nach Jahren tauchte Rebecca wieder auf und hat ihn mir wieder weggenommen. Aber da bist du eindeutig zu weit gegangen, Schwesterlein. Da gab es nur eine Chance. Du musstest verschwinden, und zwar endgültig. Sie hat ihr Richard nicht weggenommen. Die hatten nur eine kleine Affäre. Eine Affäre nennst du das? Sie hat Richard geliebt und nicht Stefan. Meine Eltern haben sich geliebt. Eigentlich müsstest du mir sehr dankbar sein, dass ich eine Ehebrecherin bestraft habe, die zwei Menschen sehr unglücklich gemacht hat. Deinen Vater und mich. Ich hasse dich. Und Mama wird dich nie loslassen, niemals. Sie wird dich verfolgen bis in deine Träume, solange du lebst. Halt endlich dein verdammtes Maul, Tessa Thalbach. Irgendwelche. Wer weiß, wo sie steckt oder was sie macht. Wahrscheinlich. Wir sind am Ziel, Prinzessin. Los, raus hier. Los, mach schon. Spann dir deine Puste, ja? Ich kann eh nichts verstehen. Keine Angst. Ich will dir nur zeigen, was damals wirklich passiert ist. Spaß muss sein. Keine falsche Bewegung. Und versuch gar nicht erst zu schreien, sonst drück ich ab. Lass mich gehen.